Hallöchen und weiter geht's mit Jurassic World. So, erstmal sammeln wir natürlich unsere Kohle ein. Gucken dann, was wir auf der Tasche haben. So, sieht erstmal relativ gut für uns aus. Wenn wir hier natürlich erstmal wieder alles einsammeln. So, dann sieht es hier erstmal wieder kohletechnisch ein bisschen besser aus als vorher, sagen wir es einfach mal so. So, da ist jetzt zwar auch nicht gelaufen. Hier haben wir natürlich noch so eine gratis Wundertüte, die können wir natürlich auch gleich nochmal abchecken. Außerdem gibt es ja hier die Arena-Vorführung, da können wir natürlich nicht beitreten, weil wir keinen Dino auf, oder nicht den Dino auf Stufe Nummer 11 haben. Das ist natürlich extrem bitter, kotzt mich auch ein bisschen an, aber ist halt so, wie es ist. Außerdem können wir Kampfstufe 21 abchecken, das würde ich sagen, machen wir auch gleich mal gemeinsam. Wollen wir Glamour machen? Oder wollen wir hier erstmal das losschicken? Ich würde sagen, wir probieren es gleich mal aus, gucken, was geht, ob wir packen. Ist natürlich ein harter Brocken, also hier haben wir einen Amphibien, Pflanzenfresser und einen Fleischfresser, die wir besiegen müssen. Amphibien, Pflanzen, Fleischfresser, also wir bräuchten auf jeden Fall Flugsaurier, Amphibien und Fleisch, das wäre cool. Aber ich werde zwei Fleischfresser mitnehmen. Also erstmal unseren Flugsaurier. Dann nehmen wir den Fleischfresser, den Gualong. Wollen wir mal einen Pflanzenfresser mitnehmen? Nehmen wir den einfach mit und nehmen den mit. Probieren es einfach aus, gucken, was geht. Ja, ich würde sagen, so machen wir das. Werden wir gucken, was wir hier so reißen können. Gut, da werden wir auf jeden Fall angreifen. Ziehen wir dem erstmal ein bisschen was ab. Hat er noch 128, damit können wir leben. Wird der natürlich ein Dino wechseln, kann ich mir vorstellen. Jo, das macht er und dann wird er auch gleich mal angreifen. Nö, doch nicht. So. So, nehmen wir drei mit in die nächste Runde. Ehen blocken wir. Werden wir sehen, was wir machen können. Ja, der wechselt ein Dino. Jetzt wird der uns natürlich gleich beim Bude machen. Werden wir sehen. Ja, okay, damit können wir leben. Da haben wir jetzt 7 Schläge hier am Start. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Probieren wir es so einfach aus. Ich würde sagen, wir hauen noch einen Ruf. Und nehmen 3 mit in den nächsten. Na, eben blockig, ne? So, dann machen wir den erstmal platt. Das ist erstmal wichtig. Jetzt wird es natürlich ja nicht so leicht für uns. Jetzt haben wir hier einen Pflanzenfresser, einen Amphibien-Dino am Start. Der wird uns natürlich angreifen und uns platt machen. Aber das ist halb so wild. Das Gute ist daran, dass wir jetzt auf jeden Fall angreifen können. So, werden wir sehen, was geht. Jo, den machen wir auf alle Fälle platt. Von daher ist soweit alles schick bei uns, würde ich sagen. Wie geht's weiter? Was macht er jetzt? Greift er uns gleich frontal an? Jo, aber wir können natürlich blocken. Das bringt auf jeden Fall gut Punkte für uns. Jetzt können wir nämlich mit allem, was wir haben, angreifen und gucken, was so geht. Ehen blockt da. Wir machen den Rest. Richtig schön Ruff auf seine Mütze und holen uns damit auch den Sieg. Coole Sache auf alle Fälle.
Geile Sache. Dann haben wir erstmal einen neuen Dino hier, den Metro. Okay. Extrem seltenen. Den können wir auf jeden Fall auch gleich mal ausbrüten, würde ich sagen. Ich bin gespannt, wie lange das dauert. 10 Stunden knapp, also 9 Stunden 44 Minuten müssen wir uns jetzt gedulden. Haben die Mission abgeschlossen. Das ist natürlich richtig geil. Können hier die Belohnung einsammeln. Und können dann natürlich gucken, was wir hier noch für Aufgaben haben. Werden wir sehen. So, kaufen und platzieren ein Velociraptor-Gartenskulptur. Verfüge über 5 Dekorationen. Okay. Wir brauchen eine Velociraptor-Gartenskulptur. Die werden wir erstmal kaufen und klatschen die gleich mal dahin. Da passt es. So, dann haben wir die Mission abgeschlossen. Geile Sache, fette Ding. Sammeln hier natürlich erstmal wieder alles ein. Können jetzt natürlich gleich nochmal gucken, was wir noch für Aufgaben haben. Sammle von einem Kaffee-Dschungelbohne mit mindestens 8% Bonus. Okay, da müssen wir natürlich auch gucken, wo haben wir die komischen. Hier können wir erstmal nochmal ein bisschen Gold einsammeln. Das machen wir erstmal. So, hier haben wir die Kaffee. Ah, Mission, cool. So schnell jingelt. Sammeln wir das natürlich gleich mal ein. Cool, auf der nächsten Stufe sind wir. Stufe Nummer 23. Können natürlich den nächsten Dino hier freischalten. Außerdem haben wir eine Triceratops-Skulptur am Start und eine neue Erweiterung. Können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Hier haben wir noch ein Paket. Das checken wir natürlich auch gleich mal ab. Was haben wir hier? Den Labyrinthodonatia. Können wir natürlich auch gut gebrauchen. Nein, wollen wir nicht. Und dann nein, danke. Dann können wir hier gleich weiter gucken. Versetze 3 Velociraptor-Gartenskulpturen, sammle 80.000 Münzen von Dinosauriern. Okay, das werden wir dann auf jeden Fall auch noch in Angriff nehmen. Das will ich jetzt natürlich nicht machen. So, versetze 3 ACU, okay. Um ein Hotel, okay. Alles klar, haben wir auf jeden Fall wieder coole Aufgaben, die wir auf jeden Fall erledigen können. So, wie gesagt, den neuen Dino brüten wir gerade aus. Da würde ich sagen, checken wir hier auf jeden Fall nochmal unsere Gratis-Wundertüte, gucken, was da so geht. Okay, haben wir nicht das bekommen, was ich wollte. Ich hätte natürlich lieber ein Dino bekommen. Aber jetzt ist es so, wie das ist. Außerdem können wir hier gucken, ob im Brutlabor die Evolution abgeschlossen werden kann. Ah, bittere Aktion. Das ist auf jeden Fall unvollständig. Können wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen was drin klatschen. Müssen uns nochmal eine Stunde gedulden und sind auch erstmal durch für heute. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.